So. Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Heart Gold. Und nicht nur das, sogar zur hoffentlich finalen Folge von Pokémon Heart Gold, denn in dieser Folge möchten wir einmal zum Silberberg fliegen und Rot herausfordern, den stärksten Trainer der Pokémon-Welt. Und hoffentlich über ihn triumphieren. Ich bin jetzt ein bisschen erkältet von der heutigen Wettersituation. Aber ich hoffe, das wird sich nicht allzu schlimm auswirken. Naja, wenn das gerade eh schon da ist, dann bringen wir es halt um. Soll ja nicht schaden. Wir können ja dabei Sleeperino eh noch ein Level ergattern. Ach, und wir können mal das Schlauglas Feulix zurückgeben. So. Eieiei. Ich merke schon, das ist ein Husten. Ich kann aber auch einfach hier reingehen. So. Einmal so. Hä? Wir sind jetzt Level 60? Ja, genau, gut. Ich darf auf jeden Fall nicht mit Sleeperino starten. Wurde mir gerade zugeflüstert. Weil das eine dumme Idee ist. So. Da sind wir auch schon oben. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir ihn herausfordern, den guten Rot. Ich bin gespannt. Level 88 ist das Ding. Möchte ich nur mal betonen. Aber wir sind schneller. Das ist erstaunlich. Und wir machen guten Schaden an ihm. Holy shit. Okay. Wir haben ein Level 88 Pikachu gewonshottet. Das ist erfreulich. Das hatte ich nämlich nicht erwartet. Aber gut, sehr schön. Als nächstes kommt Relaxo, da kämpfen wir auf jeden Fall weiter. Denn dafür habe ich den Fokusstoß dabei. Naja, ich bin ja gespannt. Ob das ein spannender Kampf wird? Bestimmt. Dieses Ding hält... Oh, ja, 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 das hält auf jeden Fall massig viel aus. Okay, und tut einigermaßen weh. Der Blizzard trifft bei Hagel auch immer, fällt mir gerade so auf. Naja. Ich hoffe übrigens, Rot hat keine Top Genesungen dabei. Das wäre nämlich echt ziemlich scheiße, wenn er welche hätte. Oh, und du kannst Knirscher. Natürlich kannst du Knirscher. Naja, egal, das ist kein Problem. Damit kommen wir zurecht. Das heißt, wir brauchen, dass das schneller ist als ein Relaxo. Gehen wir mal auf Schrotti. Natürlich hat er. Natürlich hat er. Ja, das habe ich nämlich befürchtet.
dass er Top-Genesungen dabei hat. Und das ist ziemlich ungemütlich, ehrlich gesagt. Aber okay, wir kommen zurecht. Hoffentlich. Erstmal kriegt es natürlich eine Paralyse. Es sitzt Blizzard ein. Ich hoffe, das tut nicht allzu sehr weh. Ich glaube auf jeden Fall an Schrotti. Nee, okay, gut. In gewissermaßen ist Schrotti hier so ein bisschen unser Lifesaver. So, ich glaube, Gyroball war stark gegen schwere Pokémon. Nein. Okay. Danke für diese... für diesen Gegenbeweis. Haben wir denn irgendwas mit Kampfattacken? Außer Mewtwo. Ich glaube nämlich, das haben wir tatsächlich nicht. Und das ist korrekt. Das haben wir nicht. Wie ungünstig. Egal, Eruption. Wir werden schon irgendwie an Schaden kommen. Wir werden schon irgendwie an Schaden kommen. Entschuldigung. Da musste ich gerade ein bisschen ungläubig kichern. Okay, gut. Ja, klappt hervorragend. Heilige Maria, Mutter Gottes. Naja, egal. So. Dann kriegen wir einmal einen kostenlosen Drachentanz. Und dann hoffentlich endlich mal ein totes Relaxo. Ich hoffe jetzt nicht auf eine zweite Top-Genesung. Vielen Dank, Sleeperino. Du hast mich nicht enttäuscht. So. Ein anderes Problem, was wir haben, ist, na gut, Lapras. Damit kommen wir zurecht, hoffe ich. Es sei denn, es kann Eis attacken und ich bin mir gerade... Okay, gut, wir sind schneller. Nevermind. Okay, gerade kommen wir erstaunlich gut zurecht. Ich werde trotzdem mal meinen L. Jackson wiederbeleben, einfach weil es geht. So. Ja. Irgendwie war das fast klar, dass es direkt wieder aufwacht. Egal, tschüss Blümchen, aber danke trotzdem. Hast du sehr gut gemacht. Dann bringen sie uns mal wieder ein bisschen Schaden ran. Den hat nämlich L. Jackson auf jeden Fall genug. Ja, ist gut. Und ich möchte... Au. Das tut ja weh. Ich möchte...
Ja, einen können wir Schrotti überlassen. Ich möchte auf jeden Fall... Natürlich triffst du zweimal, warum auch nicht? Ach ja. Schrotti möchte ich noch einwechseln. Denn... Unser Freund Lapras hat eine Elektroschwäche. Und irgendwie bin ich zuversichtlich, dass wir... Nein, wir sind nicht schneller. Manchmal muss man Glück haben. Darauf habe ich nämlich gerade gehofft, dass das Item mal seinen Dienst tut. Hat es dieses Mal getan. Das finde ich sehr schön. Dann. Als nächstes Glurak, genau. Tja, dafür habe ich Sleeperino. Und ich glaube an Sleeperino. Zutiefst. Andererseits macht Glurak bestimmt auch jede Menge Schaden. Ja, du kannst jetzt aufhören mit Schaden machen, danke. Ja, das ist gut, Schaden. So, Problem ist natürlich, dass er uns immer wieder unter Half-Life kriegt mit seinem Luftschnitt. Was ehrlich gesagt gar nicht mal so geil ist. Okay, da hat er keinen Step drauf. Und tut trotzdem weh. Tja, ich halte es jetzt einfach mal. Der Hagel arbeitet ja für mich. Das war ein Volltreffer. Wie ungünstig. Natürlich. Okay, dann sollte aber keiner mehr haben, hoffe ich. Macht das überhaupt Schaden? Naja. Schaden, in Anführungszeichen. Aber okay. Wir werden mal ganz kurz Sleeperino beleben. Und hoffen, dass der Vogel den Luftschnitt überlebt. Ja, sehr gut. Denn dann können wir einmal so machen. Halleluja, wir bewegen uns auf dünnem Eis.
So, dann ist der Vogel tot. Ja, wir machen das mit taktischem Gespür. Warum auch nicht? So. Und jetzt noch ein bisschen weniger Angriff. Jetzt die Kaskade. Und ich hoffe, dass es kein Volltreffer wird, bitte. Das würde mir jetzt nämlich echt ziemlich viel kaputt machen. Nein, ist es nicht. Sehr schön. Gut, in diesem Fall haben wir Glurak. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die Frage ist, kommt jetzt Turtok oder kommt Bisaflor? Bisaflor kommt. Ich möchte weiterkämpfen. So. Und ich möchte nochmal El Jackson beleben. Dann wird Sleeperino wahrscheinlich eh tot sein, aber das habe ich erwartet dann in diesem Falle. Es sei denn, er setzt natürlich Gigasauger ein. Ah, das reicht trotzdem. So. Heilige Scheiße, ist der Kampf knapp. Aber der Hagel, der arbeitet echt für mich. So ein bisschen. Ich hoffe bloß, er hat jetzt endgültig keine Top-Genesungen mehr. Weil das Bisaflor kriegt auf jeden Fall von Psychoattacken ziemlich gut auf Smull. Schlaf, Bruder. Ernsthaft. Ah, okay. Dann machen wir mal so, pass mal auf, einmal Hypertrank. Es ist doch nicht wahr. Es gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Oh, Gottes Willen. Wie viele hast du denn? Ey, das ist doch nicht wahr. Jetzt hatte er echt noch eine. Ey, dieser Typ. Wie viele kann er denn einsetzen? Gigasauger. Ich kann mal kurz gucken. Steht da irgendwas? Steht gar nichts. Ja, egal. Ich biete ihm jetzt ganz freundlich den Freitod an. Du Nervensäge. Jetzt kommt doch eh wieder. Top Genesium. Also wenn er jetzt noch eine hat, dann... Nee, hat er nicht. Okay. Vielen Dank. Das hätte mich auch ziemlich aufgeregt, ehrlich gesagt. Fauna-Statue. Setzt du jetzt noch ein? Ach du Scheiße. Ernsthaft. Das war jetzt noch nötig, ne? Damit es nochmal richtig schön arschknapp wird. Ey, oh.
Aber jetzt passen Sie mal auf. Wir werden jetzt mal eine Sache probieren. Und zwar... So. Ich werde mal ganz kurz... ein Safe State machen. Und schauen, wie weit wir kommen. Fokusstoß. Okay, wir werden nicht sehr weit kommen, wenn wir nur Schrotti haben. Ich sehe schon. Sowas in der Art habe ich nämlich befürchtet. Okay, gut, dann werden wir den wieder laden. Und L. Jackson. Ach, jetzt geht sie daneben. Okay. Was ist denn mit... Entschuldigung, ich möchte gerade gewinnen. Wenn wir jetzt... Na, dann ist er schneller. Ah, never mind. Dann werden wir nämlich... Ich weiß, es ist, ich kämpfe gerade mit unfairen Mitteln, aber... Alter, der Levelunterschied. Und ich will den Kampf jetzt nicht nochmal von vorne anfangen, weil ich habe keine Top-Beleber mehr. In diesem Falle. Und das möchte ich nicht. Ja, taktisch klug wäre natürlich das Blümchen. Dann können wir einfach nur ganz kurz probieren, ob Schlafpuder funktionieren würde oder nicht. Man kann ja... Manchmal kann man noch träumen. Ich glaube bloß, dass Turtok unter Umständen ein bisschen schneller sein könnte als, ja. Ja, ist es. Tja, ärgerlich. Jetzt hoffe ich, dass L. Jackson genug Schaden macht. Es wäre nämlich echt ungünstig, wenn nicht. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Aqua-Hobize oder so, ey. Blizzard. Okay, gegen Blizzards kommen wir klar. Blizzards haben wir schon überlebt. Ja. Erstaunlich gut sogar. Okay, gut, dann sollten wir gewonnen haben. Das beruhigt. Aber Alter, ohne Mewtwo, keine Chance. Wären wir zerlegt worden. So. $16.800. Huiuiui. Und er ist weg. Speichervorgang. Bitte das System nicht ausschalten. Ja, Mensch, Rot ist wirklich ein Enthusiast. Ja. Yeah. Gut. 31 Minuten. Naja, das war... das war Pokémon Heart Gold. Mit der kompletten Kanto-Region noch zusätzlich und dem richtigen Ende von der Kanto-Region. Und, oh, Yasuo. Yasuo Kumakura. Okay, Entschuldigung. Das war Pokémon Heart Gold, die Kanto-Abenteuer mit dem richtigen, letztendlichen, endgültigen Ende. Und wenn es euch gefallen hat,
dann hoffe ich doch, dass ihr ein Like da lasst, einen Kommentar oder so. Wenn ich da nicht, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Schauen dieses Projektes, das jetzt 100 Parts, wenn man Johto und Kanto zusammenrechnet, in Anspruch genommen hat. Und ich würde sagen, wir werden uns dann wohl bei einem nächsten Projekt wiedersehen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es euch gefallen wird. Wir werden, wie schon angekündigt, Naruto spielen. Jetzt aber erstmal bin ich ein bisschen nostalgisch und stolz, dass wir dieses Projekt zu Ende gebracht haben. Finally den letzten Boss quasi besiegt haben. Pokémon Heart Gold, ein Projekt, das sich jetzt schon, ja, das mich jetzt schon seit über 2 Jahren begleitet tatsächlich. Also ich glaube, dass wir 2014 damit angefangen haben. Vor ein bisschen mehr als 2 Jahren. Das ist natürlich jetzt schon echt, ja, ziemlich krass eigentlich. Wenn man das mal so, wenn man da mal so drüber nachdenkt, das ist ja das Projekt, wo man eigentlich meinen Qualitätsunterschied richtig krass merkt. Aber auch, wie ich mich quasi über die Jahre verändert habe, mehr oder weniger. Aber trotzdem, für alle, die bis hierhin geguckt haben, diese finale Folge, vielen Dank fürs Gucken. Und ich würde sagen, das war das Ende von Pokémon Heart Gold. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin. Ciao.